schaffen. Ein Auge auf die Stadt werfen und sie aufhalten, bis Verstärkung kommt. Ich wusste echt nicht, dass es in San Fran so viele Gangster gibt. Wo kommen die Typen denn alle her? Oh, klasse. Mehr von denen. Wir brauchen Verstärkung. Und zwar schnell. Du solltest dich jetzt festhalten. Seid ihr wach geworden? Komm in den Komm, da kommt die Kavallerie. Damit hast du nicht gerechnet. Die Kiste wird so bald keinem mehr in die Hände fallen. Dann nehme ich jetzt wieder Jerichos Väter. Für den Platinraub brauchten wir einen Insider.
Dieser Insider ist ein junger Mann namens Dennis Haynes. Hat 3 Jahre da gearbeitet, ist ruhig, bleibt eher für sich. Und plötzlich wirft er mit Geld um sich, als wäre er ein King. Nicht sehr klug. Wenn wir aufmerksam geworden sind, dann Jericho auch. Das ist nicht gut. Wo können wir diesen Dennis Haynes finden? Er und sein Partner machen Mittag beim Golden Gate Park. Seinen neuen Schlitten setzen. Dann versauen wir ihm den Appetit. Wenn wir Jericho mit diesem Raub in Verbindung bringen können, ist er noch in der Stadt. Dann hat er jedenfalls einen guten Grund, hier zu bleiben. Das bedeutet, dass wir das Netz langsam zuziehen können. Wie konnten die nur an Haynes rankommen? Der Typ ist ein absoluter Niemand. Hat noch nichts erreicht. Ein Sack voller Hunderter lässt solche Dieben nicht mehr. Verkürzt das Auto nicht! Sicher, dass er in der Nähe der Brücke ist? Ich weiß nur, dass er sich da gerne ein ruhiges Plätzchen sucht, um zu essen. Aber wenn er einen nagelneuen Fortschlitten fährt, sollte er auch fahren. Das muss unser Mann sein. Du wirfst echt ordentlich mit Geld um dich in letzter Zeit, Haynes. Ich sagte doch, meine Tante hat mir was vererbt. Komm, Haynes, mir kannst du sagen, du warst bei dem Platinraub dabei, oder? So ein Quatsch! Wie kannst du sowas behaupten? Ah, wenn du es so spielen willst, schnall dich an, Freundchen, das wird jetzt ein wenig haarig. Das ziehen die mir vom Gehalt ab. Ach, Dennis, ich weiß längst, dass du das mit schmutzigem Geld gekauft hast. Mach so weiter und ich erzähl dir gar nichts. Hey, entspann dich, Mann. Erst erzählst du mir alles. Was ist los mit dir? Ach komm, Mann, ich gebe dir mein Mittagessen. Ich will dein Mittagessen nicht, Dennis. Hör auf, du Wahnsinniger! Bist du irre? Uns noch um. Erzähl einfach die Wahrheit. Bitte aufhören! Bitte! Sag mir, was ich wissen will, Haynes. Okay, okay, es stimmt. Ich hab denen von dem Platin erzählt. Ah, dann rede schnell, Dennis. Ich brauche Details. Die wussten, wer ich bin, die... Oh Gott! Tja, da hat sich wohl noch jemand gedacht, dass du redest. Bitte! Du musst mich retten. Die bringen mich um. Schön, aber wenn du mir was verheimlichst, wirst du dich zu den anderen wünschen. Haynes ist meine einzige Quelle zu dem Fall. Ich muss überleben. Haynes ist ein Arsch, aber er hat die Info, die ich brauche. Geht mir jetzt mit Haynes oder muss ich das nochmal machen? Siehst ein bisschen gestresst aus, Kumpel. Alles in Ordnung?
mir ein Bild daraus. Das war echt ein heißer Feger. Total exotisch. Und sie ist es wahrscheinlich auch, die meinen Tod. Ich hab dir geholfen, jetzt hilfst du mir. An wen wollte Layla das alles verkaufen? Ein Platin ist unverkauft. Layla hat also den Platin-Raub organisiert und Jericho plant, das Platin zu benutzen. Wie soll man bitte schön Platin benutzen? Bisher bei Driver San Francisco. KEOC Landstein, Ihre Augen auf die Stadt mit mir, Gabby Denver. Nach der Werbung, Jagd nach Charles Jericho. Wir folgen der Spur der Zerstörung, die seine dramatische Flucht hinterließ, zu dem Ort, an dem ein mutiger Beamter schwer verletzt wurde, als er versuchte, den Flüchtenden zu verhaften. Wenn Layla Sharon in der Stadt ist, muss Jericho was Ernstes planen. Er hat was vor. Also, Layla hat den Platin-Raub organisiert und Jericho plant, das zu benutzen. Wie zum Teufel benutzt man bitte Platin? Komm schon, John. Komm wieder zurück zu uns, Kumpel. Alle Einheiten, uns wurde eine Entführung gemeldet. Warum muss sowas immer nur am Schichtende passieren? Weil man es da am besten brauchen kann, Jones. Das Ziel ist ein Konvoi von Ammoniak-Tankzügen auf dem Freeway. Was wollen die denn nur mit dem Ammoniak? Das Zeug stinkt wie ein Stadionklo und brennt wie Raketentreibstoff. Sollte es wohl besser nicht in die falschen Hände gelangen. Guck mal, der Tanker fährt echt deutlich zu schnell. Das muss einer der entführten Tankzüge sein. Haben sich wohl vom Freeway verdrückt. Das war ein Fehler. Stoppen wir sie. Zeit, diesen Tanker auszuschalten. Ich werde etwas Zeit gut machen. Was tust du denn? Du sollst... Sie hat mich verlassen, wenn ich so viel Zeit... Tja, einmal wenig. Gegen einen Tenner. Das sah schon mal schlechter aus. Haben wir gerade ein bestimmtes Ziel? Abgesehen. Tankwagen.
Christus. Bomben zurück in die Flasche. Sie sind noch nicht fertig. Jones. Erinnerst du dich an Karl, wie war's noch? Krug? Krog? Mieser Pokerspieler. Ja, ich erinnere mich. Der hat gedealt für Jericho. Sieht aus, als würde er Karriere machen. Mann, das schmeckt mir nicht. Was verdammt plant dieser Jericho denn?